Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen Map. Und hier fährt mal gerade Tieflader rein. So, dann können wir den nämlich gleich an die Seite stellen. Beziehungsweise, ich glaube, ich stelle den da mal unter das Vordach. Oh, der hat ein Vorfahrtsschild mitgenommen. So, letzte Folge, Katastrophe, dauerndes Spiel abgestürzt. Ich hoffe mal, das passiert heute nicht. Ich werde ein bisschen darauf achten, dass wir ein bisschen weniger Cosplay benutzen. Was aber nicht heißt, dass wir gar keins benutzen. Zum Beispiel hier, den hier. Den lassen wir gleich noch zum Sägewerk fahren. Hof, Sägewerk. Und tschüssi, weil wir kümmern uns derweil mal hier um die Amazone. Wir müssen Feld Nummer 9 hier links besäen und bedüngen und weiß ich was noch alles. Und deshalb verkaufen wir jetzt mal die Condor. Die hatte eine Arbeitsbreite von, ich glaube, 12 Metern oder so, 15 Metern. Und wir kaufen uns hier die Horsch Maestro 32 SW. Die hat ein Tankvolumen von 10.000 Litern für Dünger und Saatgut. Ich glaube 6.000 Saatgut, 4.000 Dünger, aber eine Arbeitsbreite von 32 Metern. Das ist eine gemoddete Horsch. Man sieht es hier bei Sam. Und ja. Beim Shop steht schon unser John Deere. Der fährt die ganze Geschichte jetzt mal zurück zum Hof. Und wir haben gleichzeitig sogar noch ein bisschen Geld gut gemacht. So. Hier ist das gute Stück. Ich zeig's euch gerade mal richtig hier. So. Außerdem haben wir Regen, auch sehr nice. Da werden unsere Fahrzeuge mal ordentlich sauber. So, die Horsch ist unsere neue Sämaschine, müssen wir natürlich gleich erstmal auffüllen. Aber das ist ja dann alles kein Problem, wenn wir hier mal beim Hof sind. Kann ich fahren? Ne, ich fahre, lass ihn fahren. Können wir nämlich Shop Hof. Gute Geschichte eigentlich. Die sieht schon recht gut aus, diese Maschine. Dann können wir nämlich den Düngerfahrer aktivieren. Und dann muss ich feststellen, dann haben wir doch schon wieder, das ist der falsche. Hier haben wir inzwischen allerdings den Kompaktlader abgeladen. Der wird uns hier die Ballen, die Wolleballen versorgen. Okay, 77%. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich wollte dann zum anderen Marseille. Zu diesem hier. Und der darf hier unser Feld mal düngen. Das ist das Feld 9. Düngen. Abfahrer einstellen. Sofort abfahren. Wenn es funktioniert, wird er nicht. Ich nehme mal an, wir müssen hier düngen wählen. Und dann geht es. So. Der macht das. Und dann fahren wir mal noch schnell hier mit dem Xerion los. Aber wir brauchen natürlich auch, wir müssen zum einen den Dünger
Düngestreuer nachfüllen. Zum anderen müssen wir gleich die neue Maschine befüllen mit Dünger. Dafür nehmen wir am besten den Überladewagen. Der Dünger ist auf dieser Seite. Kompost haben wir übrigens inzwischen auch einiges. Ich habe vorhin mal geschaut, da waren es schon 50.000, glaube ich. Jetzt haben wir ein Problem hier. Ich mag eigentlich diese Hundegang, den mag ich eigentlich gar nicht. Ich bin gerade wieder zu doof, hier rückwärts einzuparken, das gibt's ja nicht. Wobei natürlich die Kombination ist ja auch groß, also der Anhänger ist nicht ganz ohne. So, jetzt. Anderes. Haben wir doch keinen Dünger? Das kann ja eigentlich nicht sein. Ja, hier steht eine Null. Schade. Dann müssen wir hier welchen kaufen. Ich dachte, wir können den hier einfach mal voll machen. Dann war das wohl auf meiner anderen Map. Komme ich jetzt hier rein? Jawohl. Gut, ich weiß gar nicht, wie viel ich reinmache. Ich brauche 2, so 6.000. Ah, wie eine Tankstelle mit Benzin. Dann kommen wir hier jetzt auch noch rum. Ja, wir müssen sowieso anders drum. Sonst passt das Rohr nicht. Bei einem normalen Landwirt würde das auch so funktionieren. So. Aufgefüllt. Ja, wie gesagt, 2000, 4000 passen da rein. Jetzt haben wir ein Problem. Weiß gar nicht mehr, ob ich glaube, das ging nicht, dass ich das mit dem Überladewagen hier rein mache. In dieses Silo. Und dann müssen wir es gleich an den großen, hinten abgeben. Wobei ich das gar nicht so richtig verstehe, weshalb das nicht geht. Und wir haben doch hier auch eigentlich eine Abladestation. Nee, geht nicht. Das ist immer ein bisschen schade. Also das fände ich gut, wenn man das machen könnte. So. Dann haben wir 2000 Dünger hier in den Bandit reinhauen. Ist ja nicht viel, aber ist halt irgendwie nervig. So, und dann brauchen wir noch 6000 Saatgut. Gucken, ob ich diesmal, wobei es 6032 war eigentlich schon gut. Knapp daneben.
wie gesagt, ist nicht wild. Wir werden wahrscheinlich sowieso noch was gebrauchen oder benötigen. Was natürlich die ganze Zeit weiterläuft, ist unsere Palettenproduktion. So. Dann können wir den abstellen. Und in den John Deere einsteigen. Entlassen. Jetzt können wir mit der neuen Sämaschine mal ordentlich loslegen. Was kann ich der Düngestreuer? Hat schon eine Runde gedreht, also das erste Vorgewende ist schon fertig. Das ist schon sehr nice. Ja, fängt gerade das zweite an. Und jetzt sehen wir mal die ganze Maschine in der vollen Pracht. Also das zweite Vorgewende ist sogar super schnell notwendig. Weil die Maschine einfach so groß ist. So, warte mal, den hier. Können wir entlassen. Gucken wir mal kurz nach den Paletten. Hier, das läuft noch. Also wie ihr seht, Paletten hier auf der rechten Seite, wir können uns kaum davor vorretten. Hier links haben wir noch 4 Paletten Platz. Und hier sind auch noch 4 Platz. Sieht gut aus. Das reicht uns noch ein bisschen. Dann können wir uns noch in der Folge eben mal anderen Sachen widmen. Ich habe übrigens nicht vergessen, dass wir ein Lager für Sägemehl wollten, also Hackschnitzel. Da hatte ich auch einen Mod drin, aber ich glaube, der kostet über 100.000. Dun dun dun. Ja, 92.000 kostet der und da passt 1 Million Hackschnitzel rein. Das werden wir uns sehr bald anschaffen müssen, sonst haben wir ein Problem. Außerdem haben wir hier ein Güllelager und Gärrestelager, wobei ich nicht weiß, wie groß die sind. Das müssen wir mal noch gucken. Weil unser gute Raffinerie produziert ja Sägemehl, Gärreste. Und die müssen wir ja irgendwann nochmal ausbringen. Ich glaube, das war der falsche Kurs. Genau, das war mit einer anderen Maschine. Das heißt, wir müssen den hier, können den hier löschen. Und dann müssen wir einfach einen neuen starten. Düngen säen. Hier drauf, Feld Nummer 9 auswählen. Arbeitsbreite, ups, sind wir bei 32 Meter. Startposition aktuell, Vorgewende machen wir auch. Haben wir 2 oder 1? Ich glaube 1 reicht, weil wir haben nur 2 Vorgewände beim Dünger und wenn wir jetzt 2 Vorgewände hier einstellen, dann kommen die durcheinander. So, generieren. Er fährt einmal rum und dann startet er hier, das ist gut. Bis dahin müsste der Düngestreuerfahrer auch soweit sein. Düngefunktion aktiviert und ab geht die Post.
So, Madame fährt. Mal gucken, ob vielleicht sogar der Dünger fürs ganze Feld reicht, aber ich vermute nicht. Oh, wir sind so hell. Jetzt pflanzen wir Weizen an. Das wollte ich doch gar nicht. Aber nun ist es zu spät. War lauter und bla bla. Habe ich das jetzt völlig vergessen. So, wir gucken mal, wo der andere ist. Auf der anderen Seite vom Feld. Das ist jetzt wieder ein bisschen ärgerlich. Da habe ich nicht aufgepasst. So, ich bin mal gerade am gucken. Ich möchte mir eigentlich noch was anschaffen. Ich will erstmal gucken, was hier alles drin steht. Genau, da steht noch die Krone Ultima. Und da fehlt aber vorne dran noch ein Teil. Den müssen wir uns noch kaufen. Der kostet aber ziemlich viel. Ich weiß noch nicht, wie wir uns den kaufen. Hier ist, glaube ich, noch 50 Saatgut drin. Ah, warte mal, da haben wir schon ein klein bisschen hingehängt, gelegt. Dann machen wir das einfach so, dass wir das da noch dazu machen. Ja. Wird schon passen. Irgendwann müssen wir das natürlich mal aufsammeln. So, und den hier. Haben wir hier eigentlich noch einen Traktor? Ne, dann muss ich den hier doch hier lassen. Schade. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich ein bisschen Kompost fahren. Weil die Traktoren sind, glaube ich, zu teuer. 45.000. Also ich schrecke nicht davor, also wir werden, nein. Ich schrecke nicht davor zurück. Und wir werden uns aber einen kleinen Traktor kaufen. Was ich gerne noch drin hätte, wäre der John Deere 9000. Ah, hier, den 1050 haben wir ja doch. Aber wir können nicht so viel auswählen. Der hier wird wahrscheinlich auch recht nice sein. Challenger, klar. Wie viel PS kriegt man den? Ja, wir werden uns wahrscheinlich wirklich den Hürlimann holen. Weil wir einen Traktor brauchen, der uns immer den Kompost hin und her fährt. Und dafür will ich eigentlich nicht hier so ein mega Teil aufwenden. Und dann entweder den Akkuliner oder den hier. Weil. Der hier. Der kostet aber 40.000. Und ich will für das eigentlich nicht so, oder ich brauche dafür auch nicht so große Maschinen.
Das ist ja nur ein Nebenerwerb. Oh Gott, hier, der muss schon aufgefüllt werden. Düngestreuer leer. Natürlich, wenn wir uns jetzt hier wieder Dünger kaufen, und das müssen wir aber, weil die Düngeproduktion ist noch nicht angelaufen. Das müssen wir mal auch noch machen. Ich mache jetzt hier mal einfach 10.000 rein. Wir werden noch mehr Dünger brauchen. Ja, so reicht auch. Die Düngerproduktion müssen wir jetzt dann auch mal starten. Wir haben ja in der Raffinerie haben wir Gärreste, die wir aber, glaube ich, im Moment noch gar nicht produzieren. Nein! Hallo? Stopp! Aufpassen! Wo willst denn du jetzt hin? Hallo, du musst anhalten. Fährt jetzt aber da nicht einfach durch. Normal müsste der anhalten. Ah, die haben keine Kollision. Aber das ist trotzdem doof. Hallo, stopp! Stopp! Stopp, Helfer entlassen. Weil, wenn der jetzt hier weitermacht, dann ist der auf dem Teil, der noch nicht gedüngt ist, und das soll er nicht. So, jetzt müssen wir hier rein. Den Helfer. Ich verstehe gar nicht, weshalb wir den immer entlassen müssen. Weshalb das nicht automatisch geht. Und dann starten wir hier wieder. Dann werden wir wahrscheinlich noch ein, zwei Mal befüllen müssen. Wo fährt denn der jetzt hin? Du sollst weitermachen, nicht hier neu anfangen. Und weitermachen heißt hier. Denke ich doch zumindest. Sieht eigentlich richtig aus. Dann stellen wir gerade mal hier drüben ab. Brauchen wir sowieso gleich wieder. So. Gerade hier, warte mal. Alles anzeigen lassen, dass ich den schon mal richtig positioniere. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt schon fahren lassen soll. Oder komm, warte mal. Dann machen wir mal wieder was Neues. Wir fahren selber. Wir fahren einfach selber. Wir düngen, wir pflanzen unser Feld mit Weizen. Auch wenn wir das eigentlich gar nicht wollten. So, jetzt müssen wir mal gucken.
hoffe mal, dass ich dem jetzt nicht in den Weg fahre. Doch, das ist passiert. Der fährt zu schnell. Nein. Der hat die Maschine hat eine zu schnelle Geschwindigkeit. Daher holt ihr auch immer viel zu viel auf. So, jetzt passt's wieder. Als C-Control. Oh yeah, haben wir hier. Und hallo. Geh mal weg da. Können wir jemanden hinsetzen? Wir können nur den Sitz aus- und einklappen. So, der Düngestreuer ist zu schlecht. Er ist zu langsam. Ist aber nicht so wild. Das Ganze läuft hier. Soweit. Achso, warte. Ich weiß, warum es hängt. Wenn IC Control ist, an ist, dann hängt die Kamera. So, wo sind wir denn hier? Hier haben wir schon zum Teil dreifach gedüngt. Wobei ich gerade überlegen. Der hier, der John Deere, der düngt gar nicht richtig, habe ich das Gefühl. Dann könnten wir uns das eigentlich auch sparen. Bin mir nicht sicher. Was wir auf jeden Fall bald ernten können, ist das Weizen, hoffe ich. Ja, wobei, das braucht wahrscheinlich noch einen Tag. Im Regen können wir sowieso nicht ernten. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Hier ist eigentlich alles schlecht zu verkaufen. Was sagt die Wolle? Wolle sagt 8600, aber wir haben nicht so viele Wolle. Daher lohnt sich das auch nicht so richtig. Wir werden jetzt hier mal Felder weiter bestellen. Und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao.